Hallo und herzlich willkommen zu Stranded Deep hier bei Let's Multiplay. Wir spielen dieses neue Game in der Version 0.0.1 jetzt einmal ein wenig an und ich will am Anfang gar nicht so viel verraten. Wir schauen mal, ob wir den Flug hier heil überstehen und gehen direkt mal ins Crafting Menü rein. Wir sollen nämlich ein Martini mixen, denn wir haben hier keine Stewardess, die das für uns übernimmt. Und ein Martini gehört natürlich angezündet. Da brennt er auch schon. Und ja, jetzt trinken wir einfach, weil wir ein bisschen Turbulenzen haben. Die Crew sieht auch gut gelaunt aus. Auch wenn man draußen nicht wirklich etwas sieht. Und wir gehen jetzt einfach mal zurück unserem Sitzplatz, denn wie wir gerade gelesen haben, wird das ein sehr, sehr langer Flug. So. Und ja, wir sitzen hier, entspannen ein wenig. Und, da geht's auch schon los. Survival! Im extremen Ausmaß in diesem Fall. Denn unser Flugzeug gerät gerade so ein bisschen in Schräglage. Wir sollten uns vielleicht ein wenig Sorgen machen, aber wir sitzen hier noch ganz entspannt auf unserem Sitzplatz und sind jetzt irgendwo gelandet. Natürlich unter Wasser. Und ach Mensch, das habe ich ja noch gar nicht gesehen vorher. Das sieht auch für eine Alpha sehr, sehr lustig aus, wie die Weinflasche hier so ein bisschen in der Gegend rumschwirrt. Ich muss mal ein bisschen leiser machen. Ich fällt gerade auf. So. Und wir verlassen das Schiffswrack jetzt erstmal einmal und schwimmen zu unserem kleinen Rettungsboot hin. Eine Zeitung. Die ist aber falsch. Shark flames another way down. Ah ja, okay. So. Mal trinken hier. So, sind auf unserem Rettungsboot angekommen. Und sind froh, dass wir noch leben. Und sehen den Unheil jetzt aber erst recht ins Auge. Denn Stranded Deep erinnert ein wenig an Castaway, verschollen von Tom Hanks. Auch ein sehr, sehr guter Film, wie ich persönlich finde. Und ja, wir sehen hier direkt eine Insel vor uns, auf die wir jetzt einfach mal anlegen werden. Und wir müssen überleben. Und zum Überleben braucht man einiges. Wir haben hier zum Beispiel eine schöne Uhr, die wir behalten haben beim Absturz und sehen jetzt hier unseren Vitalmeter. Und zwar ist auf der linken Seite ist unsere Lebensanzeige, in der Mitte ist unsere Nahrungsanzeige, also die Uhr weiß, wann wir Hunger haben und wann nicht. So eine Uhr wünsche ich mir auch, also es ist schon eine Smartwatch. Und wir haben hier auf der rechten Seite unseren Durstbalken. Und bei der linken Maustaste sehen wir auch, wie spät es ist, der 2. Juni. Wir haben 0 Tage überlebt bisher. Sehr schön. Wollen wir hoffen, dass wir den Counter ein bisschen nach oben treiben. Denn ich glaube auch, naja, 100 Tage. Mal gucken, ob wir das auf die Uhr raufkriegen. So, und wir haben ein bisschen was mit. Also wir haben eine Wasserflasche noch gefunden. Wir haben ein Messer gefunden. Und einen Stein haben wir gerade auf der Insel gefunden. Und natürlich unser Feuerzeug, mit dem wir den Martini gerade entzündet haben. Und bei Stranded Deep ist es so, man muss natürlich auch ein bisschen craften. Und das Crafting funktioniert hier aber ein bisschen anders. Wie man schon sehen kann, wir haben halt nur wirklich 8 Inventarplätze frei. Das heißt, wir können gar nicht so viel mitnehmen. Die Items lassen sich auch nur 4-mal übereinander stapeln. Das heißt, wir können 4 Steine einsammeln pro Itemfeld. Und diese Yucca-Pflanzen hier geben uns diese Lashings hier. Mit den Lashings können wir halt, das ist im Prinzip ein Seil, mit dem können wir dann auch ein paar nette Sachen bauen. Und wir sehen jetzt hier diese Toolbox. Da ist schon eine Taschenlampe drin. Sehr schön. Und wir sehen auch, es ist hier anscheinend eine unbewohnte Inselgruppe. Zumindest habe ich hier noch nie Einwohner irgendwie gesehen. Und was extrem wichtig ist, man muss wirklich von Insel zu Insel reisen, um halt ein paar Gegenstände einzusammeln. Krabben holen wir uns nachher auch. Die können wir beim Feuer braten. Wie das Ganze geht, ist eigentlich dann auch gleich noch einmal im Anschluss. Aber erstmal müssen wir hier um unser nacktes Überleben kämpfen.
Und das schaffen wir am besten, indem wir einfach alles einsammeln, was wir finden. Und es ist unfassbar und unglaublich. Aber es gibt hier wirklich es gibt Gegenstände, die sind, wie soll ich sagen, Mangelware. Die wir aber immer wieder brauchen. Und zwar sind das witzigerweise Steine. Ich sage euch gleich warum. Oder zeige euch auch gleich warum. Weil wir sehen, es gibt hier nicht ganz so viele Steine auf der Insel. Und wir müssen jetzt auch schon mal unser Inventar jetzt schon mal leer machen. Das Gute ist, so Palmen, wie die sich, also dieser Palm Tree, die wachsen nach. Genauso wie die Yucca Plants, die wir gerade geerntet haben hier. Die hier, die wachsen relativ zeitnah ab. Oder nach. Und man kann die. Wir hören es jetzt schon. Wir können die jetzt nicht mehr einsammeln. Die wachsen nach und man kann sie mehrmals am Tag ernten. Das ist mit den Kartoffeln, die wir gerade gefunden haben, genauso und halt eben, wie gesagt, auch mit diesen Palmen hier. Das heißt, wir haben da zumindest ein fast unbegrenztes Rohstoffvorkommen. Und wir schmeißen jetzt mal alles hier aus dem Inventar raus, was wir jetzt gerade nicht brauchen. Kartoffeln, brauchen wir die? Nein, wir haben noch keinen Hunger. Wir sortieren das alles hier ein bisschen. Also Nahrung, Baumaterial, das kommt alles zusammen und nützliche Tools kommen. Hallo, Wasserflasche. Man kann die Sachen mit der rechten Maustaste auch greifen und wieder zurücklegen an den Ort, wo sie hin sollen, an ihren Bestimmungsort. Und die Wasserflasche ist ein bisschen widerspenstig hier. Die will einfach nicht so, wie wir wollen. Ah, auch schön. Dann legen wir sie mal so hin. Ha! So, kannst du mir nicht kommen, Wasserflasche. So, die Taschenlampe werfen wir auch hier mal hin. Also quasi nützliche Tools. Es gibt überall auf der Map verteilt Loot-Punkte, wo wir Sachen einsammeln können. Es gibt auch schon die Möglichkeit, dass wir unseren Motor bauen können für unser Boot. So, wir machen jetzt hier mal ein bisschen, gehen ein bisschen auf Krabbenjagd hier. Zack. Sollen sehr nahrhaft sein, die Krabben. Also viel Vitamine. Die kleine Babykrabbe lassen wir hier mal in Ruhe. Die darf noch ein bisschen weiterleben, weil wir gerade ihre Mutter getötet haben. Aber es war notwendig. Das ist ja, die Krabbenpopulation nahm hier einfach überhand und wir mussten dringend etwas dagegen tun. So, jetzt gucken wir mal, dass wir noch ein paar Sachen finden. Ja, hier ist ein Stein. Ja, und ihr seht schon, Steine sind wirklich Mangelware. Wir haben jetzt gerade mal wieder 6 Stück auf dieser Insel hier gefunden. Auch wenn hier riesengroße Steine rumliegen, die kann man aktuell aber noch nicht kleinschlagen. Also man hat hier wirklich Steinmangel. Und er muss relativ zügig auch die nächsten Inseln besuchen. Jetzt gucken wir mal, was hier in der Box drin ist. Oh, ein Airtank. In diesem Airtank können wir dann gleich unter Wasser noch tiefer tauchen, länger tauchen. Brauchen wir am Anfang eher weniger. Aber ich zeige euch jetzt die Unterwasserwelt auch gleich schon mal. Denn die ist wirklich richtig, richtig schön geworden. Insgesamt muss man auch sagen, das Spiel selber hat eine, wie ich finde, fantastische Grafik jetzt schon in der Alpha, wie gesagt, ist immer noch Alpha 0.01. Also da ist. Ich bin wirklich da begeistert. Und vieles funktioniert auch schon sehr gut. Ich muss immer wieder speichern zwischendurch. Ach, schön, jetzt funktioniert meine Escape-Taste auch nicht. Dann hat es mich Speichern wohl erstmal erledigt. Zumindest kommen wir nicht ins Menü rein. Was mich auch gerade ein bisschen wundert. Naja. Dann speichern wir halt nicht. So, noch ein paar Seile einsammeln und dann gucken wir gleich mal, dass wir hier zumindest noch ein paar Steine finden. Ja, also grafisch sehr schön, ist das Spiel selber noch nicht abgeschützt bisher, also toll, toll, toll. Wollen wir hoffen, dass es auch so bleibt. Läuft bei mir zumindest sehr stabil. Ich habe auch schon von anderen Spielern gehört, bei denen es dann häufiger mal abgestürzt ist. So, wir gucken uns einfach mal, dass wir mit den Steinen hier. Die schmeißen wir alle mal hier hin. So, die Stöcker kommen hier mit hin. Und die Krabben, Nahrungsmittel, zack, zack, zack. Jetzt essen wir mal eine Kartoffel hier. Klingt auch ein bisschen so, als wenn wir einen Apfel essen würden. Und hier nochmal die Lashings. Oh, Moment, so. Und jetzt können wir mit der linken Maustaste uns ein Feuer bauen. Dieses Feuer hält es nur für ein paar Stunden. Dementsprechend brauchen wir jetzt gleich noch ein paar Steine. So. Und
Wir brauchen nämlich 6 Steine, um ein Fire Pit zu bauen. Das ist nämlich das Ding hier. So, und jetzt sehen wir schon, uns fehlt ein Stein, um uns ein Werkzeug zu basteln. So, jetzt fällen wir aber erstmal hier die Palme hier. Das sieht noch ein bisschen abenteuerlich aus, wenn man die Palme oder die Palmen hier fällt. Man zieht den Baum nämlich quasi nach oben. Und dann fällt er. Und jetzt haben wir auch schon ein paar Kokosnüsse. Wir können auf die Bäume auch raufklettern. Die Kokosnüsse sind auch ein sehr wichtiger Faktor im Spiel. Und zwar kann man die nämlich mit einem Messer oder mit einem anderen scharfen Gegenstand quasi aufschlagen. Jetzt haben wir hier eine Kokosnuss. Und dann hauen wir nochmal drauf. Ups, nicht daneben. Und jetzt haben wir eine Drinkable Kokosnuss. Die können wir uns jetzt nehmen. Austrinken. Damit können wir ein bisschen was für unseren, gegen unseren Durst tun. Und die ist natürlich jetzt nicht verbraucht und nicht sinnlos, sondern wir können sie nochmal ein bisschen gegenschlagen. Jetzt springt die in 2 Teile. Und jetzt können wir sie essen. So. Das heißt, der Hunger und der Durst sind schon wieder gestillt. Bei vollem Hunger und vollem Durst, also wenn man quasi satt und nicht durstig ist, regeneriert sich auch das Leben ein wenig. Also die Lebensenergie, wobei wir haben natürlich hier jetzt noch volles Leben. Gucken wir uns einfach mal, dass wir hier uns nochmal unseren Fire Pit quasi nochmal ein wenig erweitern. Und zwar wollen wir uns im Prinzip ein kleines Lagerfeuer bauen, worüber wir auch dann unsere kleinen Krabben wunderbar garnieren können. So, jetzt haben wir hier ein paar Loks. So, und gucken mal, dass wir die jetzt mal hier hinlegen. Ich glaube, dazu brauchen wir dann noch ein paar Lashings hier. Und genau, das ist nämlich hier der Fire Spit. Wenn wir den gebaut haben, können wir auch für Nahrung sorgen. Jetzt legen wir hier alles wieder fein säuberlich hin. Unser Inventar auch nicht gleich überfüllt ist. So, die Kokosnüsse schmeißen wir hier vorne hin. Und den Airtube, den wir gerade gefunden haben, der kommt hier hin. Na gut, die Kokosnüsse dürfen auch gerne ans Feuer rollen. Wieder ein bisschen geröstet. So und so. Und was ihr auf jeden Fall niemals, niemals verlieren dürft, ist dieses Feuerzeug hier. Denn wenn das weg ist, dann könnt ihr das Spiel neu starten. Dann ist nämlich alles verloren. So, wir haben jetzt hier die Krabbe. Die wählen wir jetzt aus und machen mit dem linken Mausklick, zack, hängt sie hier beim Feuer und brät schön. Gleich können wir sie wunderbar essen, während hier die Artgenossen der Krabbe misstrauisch gucken, was wir denn da mit seinem Bruder machen. Ihr seid bestimmt böse, ne? Ja, ihr seid böse auf mich. Ja, das ist okay. Ja. Also angriffslustig sind die Krabben hier nicht. Wir lassen die Krabbe da vorne mal ein wenig braten. Verbrennen können Lebensmittel über dem Feuer nicht. Und wir tauchen jetzt mal in die Unterwasserwelt ein. Von Stranded Deep. So, die Tür können wir nicht aufmachen. Und mal kurz wieder auftauchen. Ein bisschen Luft schnappen. Und gucken, wo hier der Eingang ist. Zu dem Schiffswrack. Da ist ein Eingang. Sieht aus wie eine Kabine. Hier haben wir ein Hardcase. Ah, Duct Tape. Also Klebeband. Brauchen wir auch immer wieder. Oh, hier haben wir den Lantern. Und jetzt schnell wieder raus, bevor wir ertrinken. Zack. So, was haben wir alles gefunden hier? Ja, ein Carburetor. Den brauchen wir nachher, um uns den Motor zu bauen. Also um uns den Motor für das für unseren kleinen Propellermotor, für unseren Bootsmotor, so rum. Wir wollen uns jetzt später einen Bootsmotor bauen. Damit wir ein bisschen schneller von den zu den Inseln kommen. Ich selbst habe noch nicht alle Teile gefunden. Also ich habe es ein bisschen schon gespielt, ein bisschen angespielt. Aber bisher habe ich immer, ich habe die Teile immer alle gefunden, aber nie in einem Spiel. und vielleicht haben wir heute ja mal ein bisschen Glück. Und finden jetzt alle benötigten Teile. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier raufkommen. Und upsala. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, eine Flare Gun. Sehr schön. Waffen sind immer gut, denn es gibt hier zwar keine Eingeborenen oder irgendwelche anderen menschlichen Feinde. Der Feind ist die Natur und
Wobei der auch nicht mal der Feind ist. Sondern es gibt hier halt ein paar Haie. Da vorne sehen wir auch schon einen rumschwimmen. Da, man sieht die Flosse so ein bisschen. Der freut sich schon auf eine Mahlzeit. Aber das oder die Freude geben wir ihm noch nicht. Haben wir schon was drin? Oh ja, haben wir schon. Hui! Schön. Ja. Haben wir noch mehr da drin? Gucken wir heute Abend einfach, wenn es dunkel wird. Wir haben es nämlich jetzt 16.09 Uhr, das heißt, die Dunkelheit bricht langsam auch an. Wir können die Laternen aber hier mal schon mal anmachen. Und uns nett hier irgendwo hin platzieren, wenn das denn funktioniert. So, ja. Wunderbar. Ein bisschen Licht. Hier haben wir unsere Teile für unseren Motor gleich zweimal gefunden. Auch schön. Und die Krabbe ist jetzt, glaube ich, gut. Cooked Crab. Können wir essen. Und war sehr lecker, sehr delikates. Hat gut geschmeckt. Wir können, wie gesagt, Kokosnüsse können wir noch essen. Und es gibt Fische. Und wir versuchen jetzt gleich mal uns ein paar Werkzeuge zu bauen. Dazu brauchen wir aber, dass wir diesen Stein hier einmal ein bisschen teilen. So. Das war das, was ich wollte. Und zwar einen spitzen Stein haben wir jetzt gemacht. Ziehen den hier rüber. Den hier auch rüber. So, und jetzt können wir nämlich den Crude Spear uns bauen. Jetzt haben wir nämlich hier einen kleinen Speer, mit dem wir auf Fischjagd gehen können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war die allererste Folge von Stranded Deep hier bei Let's Multiplay. Weitere Folgen werden in Kürze hier auf YouTube auch erscheinen. Und dann werden wir auch herausfinden, ob wir mit unserem kleinen selbstgebastelten Speer nun auch wirklich Fische fangen können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach mal ein Like da. Kommentare unten einfach rein. Und wir freuen uns natürlich auch über jedes Abo. Bis zum nächsten Mal. Sagt Let's Multiplay.